Hi und herzlich willkommen zurück zu Asantos, bleibst du mal bitte stehen aus reiner Höflichkeit? War gerade ein schönes Bild, geh da bitte wieder hin. Ja, ich bin leider immer noch ein bisschen krank, also irgendwie bei uns geht hier einiges um im Lande OPR. So. Also, Asanto stand dir gerade mit einem sehr verheißungsvollen Lächeln neben der Kloschüssel. Ich weiß nicht warum, aber scheint ihm gerade gut zu gehen. So. Also, ich weiß nicht, warum er so lächelt. Keine Ahnung, vielleicht hat er gerade ein bisschen Spaß gehabt. Wein abseilen oder so. Ach ja. Oder er freut sich einfach über die neue schöne Innenausstattung. So, und wie immer, wir müssen das ja ein bisschen. Oh, Funkel, Funkel, kleiner Stern. Oh, er ist sogar inspiriert. Na komm. In deiner vollen Pracht. Obwohl, warte mal. Wir sehen ja immer das gleiche Outfit. Wir können immer was anderes. Sieh dich mal kurz um und dann darfst du singen. Ja, gleich ein bisschen festlich. Ja. Okay. Und auf los geht's los. Ich hoffe, ich habe nicht so laut gestellt. So vielleicht. Okay. Schön Großaufnahme. Ja, sind wir schön in der Mitte, oder? Okay. Mit dem so einem wundervollen Hintergrund. Obwohl, nee, warte mal. Stell dich mal hier hin. Das. Ja, du gehst jetzt aber bitte mal an die schicke Location. Singen ist großartig. Ja, du sollst bei jeder Gelegenheit singen. Ja, nicht in die Ecke stellen. Hierher. So, sollen sonst deine Fans von dir denken. Okay. So, und jetzt singst du bitte nochmal. Ey! Nicht abhauen! Sehr unprofessionelles Verhalten. Shit wie Door. Ja, ja. Komm nochmal. Oh, eigentlich bin ich zu müde dafür. Oh, wie schön. Okay, die guten alten Traditionen wollen ja gewahrt werden. Ich lasse ihn mal noch zu Ende singen. Dann muss er mal ins Bett. Ich muss auch mal gucken, habe ich ihm überhaupt ein Bett eingerichtet? Sehr gute Frage. Nö, sieht nicht so aus. Also. Dann werde ich das mal kurz noch nachholen. Eine kurze Pause für mich, aber ein Sprung für die Simwelt. Ich habe gerade gesehen, dass wir gar kein Schlafzimmer haben. Wir haben hier ein schickes Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer, Bad, Küche und Esszimmer. Ah, hier fällt mir gerade noch was auf. Da wäre ein Durchgang doch ganz wundervoll. Und vielleicht sogar eine Durchreiche. Moment. Ich probiere einfach mal. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Vielleicht was Altmodernes. Ja, stimmt, da ist ja die Kiste. Aber den können wir mal woanders hinpacken. Dann ist das nur ein Milchkännchen, okay.
So. Brauche eine Durchreiche. Küchenende vom Jack, dem Schnitzer. Vielleicht so. Dass wenn das Essen fertig ist, dass man es hier raufpackt. Vielleicht mache ich es einfach mal so. So. Ich hoffe nicht, dass es hier allzu schnell abbrennt. Das wäre sehr, sehr schade. Da steht vielleicht noch eine Kerze drauf. Ja. Wahrscheinlich eher so. So ein bisschen Licht muss sein. Okay. Gut. Dann sieht das jetzt erstmal so aus. Da muss irgendwie doch eine Wand hin, ne? Mal gucken, ob man noch zwei verschiedene Wände nehmen kann. Wenn ich die Wand jetzt hier anklicke und sage, ich möchte nur die halbe Höhe. So. Kann ich dann die Wand langziehen? Das geht. Okay. Dann sieht es nicht ganz so abgeschnitten aus. Dann braucht man noch so eine Stütze. Die wäre, vermute ich, auch aus Holz. Gut, dann nehmen wir das hier. Das wäre dunkles Holz. So. Mit einem Balken, ja. Vielleicht ist es auch einfach zu groß, deswegen sieht es irgendwie komisch aus. Ein Bogen. Ah. Ah ja. So ganz optimal ist es nicht.
Ich würde es jetzt so lassen. Das sieht auch irgendwie besser aus, ne? Obwohl, wir spielen ja bei Asantos. Asantos hat ja schwarze Tische. Warte mal. Die Stühle lasse ich aber rot, ja? Die Durchreiche darf auch schwarz sein. So. Und das Ding. Ein bisschen. Sieht immer noch so festlich aus, ne? Der Lampion passt nicht. Da gibt es bestimmt noch was anderes. Dem guten alten geschnitzten Holz. Ich nehme es mal dunkel. Die Kiste ist dann vielleicht auch eher ein bisschen dunkel. Okay. Ja, doch, müsste gehen. Und dann noch die berühmten Teppiche. So, da gucke ich jetzt auch erstmal. So, nochmal aus einer kleinen Pause zurück. Ich habe kurz überlegt, ob ich das mal ansprechen soll oder nicht. Kennt ihr das? Wenn... Oh, ich wollte ein Schlafzimmer einrichten, ne? Wenn ihr plötzlich was nicht mehr vertragt, was ihr jahrelang gern gegessen habt. Oh, wir hatten gerade Pizza. Ein Hasenbau, okay. Wir hatten gerade Pizza und, ich habe mir so eine Veggie-Pizza geholt, die sah ganz lecker aus. Leider waren da üppig Zwiebeln drauf, ganz klein geschnitten und ich habe es erst zu spät gesehen. Und ich vertrag Zwiebeln nicht. Das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass ihr irgendwas esst. Und ihr wisst ganz genau, nach einiger Zeit macht euer Körper dann irgendeine Form von Problem. In meinem Fall ist es leider so, ich habe früher als Kind Zwiebeln, Schnittlauch, Knoblauch, habe ich alles gut vertragen, kein Problem. Wir haben auch manchmal, wir waren ja zu sechs zu Hause, also 4 Kinder, 2 Erwachsene. Wir haben ja manchmal, wenn das Geld so richtig knapp war, das ist einem immer erst hinterher bewusst geworden, was die Eltern damals so angestellt haben, um Geld zu sparen. Muss mal ganz kurz gucken, was ich da jetzt reinstelle. Eigentlich brauchen wir ein Einzelbett. Und ich brauche eins, was ein bisschen mittelalterlich aussieht. Ist doch ein bisschen zu fortschrittlich, ne? Aber sowas würde gehen. In Braun, ja. Das vielleicht auch. Oder ganz in Weiß. Achso, ich wollte ein Einzelbett. Wir brauchen ja gar keine Doppelbetten. So ein Steppbett. In Grün? Hm. Wird jetzt doch wahrscheinlich das Blaue nehmen. Das hier. Das kommt so ungefähr in die Mitte von dem Raum. Dann bekommt er noch eine ganz einfache Kommode. Ich meine, damals hatten die Leute nicht so viel. Mit Spiegeln? Nee, ne? Brauche man nicht. Sowas hier.
Ach man. Farben durchblättern. Macht man auf Plus? Passt das? Das passt. So. Und ich stelle die mal so rum, da kann der Spiegel an die Wand. So. Und ein Spiegel bekommt er. Einen ganz einfachen. So. Was braucht man noch? Vielleicht einen Teppich, ne? So. Also nicht wundern, mein Kind im Hintergrund hat gerade sehr viel Spaß. So vielleicht. Gefällt mir nicht. So. Ein alter Teppich? Ja. Oh, vielleicht. Der ist so ein bisschen abgeranzt, ne? Ich weiß nicht, ob ich den gut finde. Lass den erstmal drin. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Ja, schon wieder zu modern. Irgendwas, was ein bisschen älter aussieht. Sowas. Irgendein altes Muster. Ja. Der vielleicht. Der ist zu modern. Der auch. Der würde gehen. Ich sehe die Farben gar nicht. Müsste schon eher dunkel sein. Hätte ich den schon? Nee. Nein, 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 nein. Nee. Das auch nicht. Braun. Das sieht nicht so aus, als würde es in die Zeit passen. Muss mal gucken, welche Farbe ich nehme. Der hier ist schon cool, aber den hätte ich gerne neu. Das gibt's ja gar nicht, ne? Metallgitter, Fußabtreter. Das Rechteck. Welchen Farben gibt's dich denn? In hässlich grau und braun. Nee. Was sieht den schwarzen Arbeitszimmer?